Hallöchen und einen wundervollen guten Abend wünsche ich euch. Ich hoffe, euch geht's gut. Ihr seid frisch ausgeruht und bereit für ein bisschen Horror am Samstag. Und damit Hallöchen, guten Abend und willkommen zu Layers of Fear. Ja, und da habe ich doch glatt vor Streambeginn völlig vergessen, das Spiel vielleicht auch nochmal runterzuladen. Aber glücklicherweise ist das Shadow-Internet die Leitung ja Glasfaser. Und deswegen ging das jetzt innerhalb von 5 Minuten, habe ich mir das Spiel runtergeladen. Und da können wir dann auch schon gleich loslegen. Und guten Abend, Prospera, hallo. So, dann starte ich das Spiel schon mal. Dann müssen wir aber gleich noch mal zwecks Lautstärke und so gucken. Da schauen wir gleich mal. Ach, verdammt, ich vergesse immer diese scheiß Elgato. Moment. So. Jetzt aber. Headphones highly recommended. Okay, Select. Ja, das ist wahrscheinlich der Speicherpunkt. Oh Gott. Ich mach's mal ein bisschen heller für euch. So vielleicht. So, Lautstärke gehe ich gleich mal ein bisschen runter, sonst ballert uns das ja hier richtig rein. So, Ausgangsstandard. So, Video, Vollbild, FPS 60, Qualität hoch. Das kann ich so lassen. So, Moment, Untertitel können wir drin lassen. Und hallo Taros und hallo Keksi, hallöchen, guten Abend, hallo. Ich weiß nicht, ob ich das Fadenkreuz auf intelligent... Ich guck mal, was das heißt. Kopfbewegung. Sicherer Modus. Gibt es hier überhaupt einen sicheren Modus? Man weiß es nicht. So. Ja, wie gesagt, die Lautstärke dürfte eigentlich gehen. Steuerung? Nein, nein, nein. Tastenbelegung, Empfindlichkeit. Ach, der Standard reicht mir eigentlich meistens. So, Freunde. Layers of Fear 2. Es geht rund. Neues Spiel, neues Glück. Und wir können entweder im normalen Modus spielen. Die Monster können dich töten. Diese Einstellung entspricht der Originalfassung des Spiels. Dann gibt es noch den sicheren Modus. Die Monster sind zwar noch da, werden dich aber weder verfolgen noch töten. Hä? Hallo? Was ist das denn? Hä? Wieso spielt man bitte ein Horrorspiel in so einem Modus? Was? Okay, cool. Für die besonders Ängstlichen oder so. Nein, wir spielen das natürlich im normalen Modus und ab dafür. Party! Und das war schon das ganze Intro. Ha! Lull! Was? Okay. Oh, es ist so wunderhübsch und was zum... Okay, wir sind in einem leckeren Haus, Hotel, Apartmentgebäude. Oh nein, oh. Okay, mir ist schon jetzt schon ein bisschen schlecht, danke. Oder wir sind auf einem Schiff. Fire? Fire in the hole. Ja, den ersten Teil
habe ich ja auch schon komplett hier auf dem Channel durchgespielt, in einem Rutschi. Und den fand ich schon ziemlich cool. Und den zweiten, der soll laut Rezension jetzt nicht so pralle sein, aber ganz okay. Und ich habe ihn ja im Sale für 9 Euro bekommen, von daher tut es jetzt auch nicht so weh, wenn der jetzt nicht ganz so pralle sein sollte. Ich meine, was soll schon passieren? Komm, wir sind auf einem Schiff, oder? Würde ich jetzt mal sagen. RT drücken und R bewegen. Genau, das war auch wie in the first Dings. Schlunk. Ja, was soll schon passieren, ne? Huch. So schnell. Wollte ich das gar nicht öffnen. Act 1, the... Was? Unmooring? Was? Ja. Merkt euch das? Merkt euch das? Schlaf ist was? Eine schlechte Ausrede oder irgendwie sowas? Tick, tack, tick. Ah, ich denke, mit dem intelligenten Fadenkreuz ist gemeint, dass es halt wirklich nur rauskommt irgendwie, wenn wir wirklich was bewegen können. Das könnte ich mir gut vorstellen. Und ich werde es vielleicht noch mal ein bisschen lauter machen. YOLO. Testing 1, 2, 3. Testing 1, 2, 3. Testing 1, 2, 3. Eine Errungenschaft freigeschaltet. Okay, cool. Also hier können wir uns solche Grammophon-Nachrichten anhören. B drücken, um die aktuelle Handlung abzubrechen. Wer will denn das? Und warte mal, hinter mir? Das sieht man jetzt gerade nicht. Hier, da steht so A. Ah, das ist einfach... das ist einfach nur, dass wir es lesen können. Ich hoffe, du hast dich gut eingelebt. Bedenke, was wir besprochen haben. Konzentriere dich auf das, was du am besten kannst. Finde deinen Ort. Finde deine Motivation. Forme den Charakter. Vertraue mir, es wird sich lohnen. Ich versuche, mit dir in Kontakt zu bleiben. Gute Reise. Dein Freund und Agent. Daily Dispatch Telegram. Den Charakterformen. Verknüpfe die Erinnerungen, Träume und Ängste. Bereite dich auf die große Rolle vor. Akt. Was? Huch. Okay, ich kann es umdrehen. Das ist bestimmt wieder wie im ersten Teil. So, unser Safe Room. Anscheinend, würde ich mal vermuten, können wir jetzt hier Dias in diesem Teil einsammeln. Und die wir uns hier angucken können. Im ersten Teil ging es ja um Gemälde. Und das ist das Schiff. Kann ich hier schon irgendwas machen? Ja gut, wir haben halt noch keine weiteren Dias. Okay, alles klar. Cool. Kann ich da hoch? Ja, nice. Ah, okay.
Wir können anscheinend auch hier diverse Bücher finden. Das war ja auch im ersten Teil, dass man eben so diverse Sachen finden konnte. Oh, guck mal. Oh, das ist schön. Ah, da ganz links wäre noch irgendwie der Mond oder die Sonne. Oh, das ist hübsch. Ich mag so Sonnenuntergang. Das hat schon was Cooles. Das muss man schon sagen. RT können wir noch ein bisschen ranzoomen. Okay. Also hinter mir sind dann immer die. sind immer so ein bisschen die Steuerungselemente eingeblendet. Sehr geehrter Gast, das Zimmer wurde nach Ihren Wünschen eingerichtet. Die Filmrolle wurde kurz vor der Abfahrt geliefert. Wir wünschen Ihnen eine angenehme Reise. Hochachtungsvoll, Icarus Transatlantic. Wollte ich eigentlich sagen, Esteemed Traveler. Oh. Hallöchen, sind wir hier in einer Theatertruppe oder was? Den Charakterformen, Vorbereitung, frage dich, wer bin ich, wo bin ich? Das frage ich mich ständig. Wer bin ich und wenn ja, wie viele? Das ist ja hier schon Standard. Was ist das? Ah, da haben wir hier noch Filmrollen. Habe ich jetzt hier eingelegt? Ah, so jetzt. Ah, Kino! Juhu! In his time plays the parts of many men. He observes the others, while the others watch him. He's expected to behave properly, wandering through worlds that aren't really there. He puts on masks and adjusts accordingly. Each mask is a character. Each character a layer. Layers upon layers, calling out to him. He must build the character he was meant to portray, or lose himself completely. Submerged. Tightly surrounded by lives he's never lived. And yet he stands on a stage where every man must play a part. And his is a sad one. Okay. Leon Mooring. Gut, es geht also um ja, Schauspielerei so ein bisschen. Und guten Abend, Rox. Hallöchen. Oh! Oh, shit! Ah, Kacke! Hätte ich vielleicht doch erstmal unten probieren sollen. Okay, cool. Schön. Nice. Oh. Donuts. Jetzt habe ich ja Bock auf Donuts. Und ich hab ja heute endlich mal diese Vegetarian, Burger Patties von The Vegetarian Butcher aus probiert. Und wer jetzt interessiert, Bild gibt es auf Instagram bzw. Twitter. Muss sagen, ja, kann man essen, ist absolut okay. Hat aber eher so ein bisschen was von so einem Hühnchen. Irgendwie alles schmeckt nach Hühnchen. Hat aber eher sowas, wie gesagt, so von einem Hühnchen- oder Hähnchenburger, muss ich sagen. Ich werde morgen mal die. Was war das jetzt nochmal? Mühlenhof? Nee, wie hießen die jetzt nochmal?
morgen mal die veganen Mühlenburger ausprobieren. Die sahen auch noch gut aus. Die sind dann eher so Typ Rind. Ich bin mal gespannt auf Sojabasis. Ich werde berichten. Aber die von The Vegetarian Butcher, ja, kann man nehmen. Ist aber eher so ein Hühnchengeschmack, würde ich jetzt mal sagen. Also für die, die es interessiert. Und Rox, du hast einen neuen TV? Jetzt schon? Na dann, ist ja alles in frischem Glanze, wa? Sehr geehrter Gast, auf Wunsch des Regisseurs wurde dieser Bereich des Schiffs für alle Passagiere und Crewmitglieder gesperrt. Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Tag. Und ja, ich war heute Abend auch noch mal ganz kurz einkaufen und habe mir Alkohol geholt. Ich brauche jetzt am Wochenende mal ein Bierchen, Freunde. Ach, hörst du zu? Ey. Oh. Also ich sehe hinter mir immer so eine Filmklappe. Das, ich denke mal, das heißt, wenn es gespeichert wird, sehe ich immer so eine Filmklappe. Dann weiß ich immer, wo wir einen Speicherpunkt haben. Alle holen sich einen neuen Fernseher. Nur ich nicht. Ich hole mir einen neuen Zahn. Aber gut. Holy shit, my fuck. Hast du gut geschlafen? Naja, geht so. Ach Mann, jetzt kaputt. Okay, da war irgendwas Gruseliges, oder? Freunde. Würde ich mal behaupten, tun. Hey, hallo. Nein, aber schön, freut mich für euch. Und Rox, wie ist er so? Gefällt er dir? Also hast du ihn jetzt schon oder? Redwood, aber wir können nicht spielen. Mist. Und ich habe heute auch noch ein bisschen Mafia 3 weitergespielt. Ich muss sagen, irgendwie so ein paar Mafia 3 Missionen am Tag, also wenn ich nicht streame, machen, das ist gerade genau das, was ich brauche. Einfach so ein bisschen sinnfrei durch die Gegend fahren, ein paar virtuelle Pixel umbringen. Das tut mir gerade irgendwie gut. Und die Story ist mir da eigentlich relativ latte. Aber ich genieße es einfach mal so. Einfach so ein paar Missionen machen, ein bisschen rumfahren. Fertig. Das mache ich dann so 2, 3 Stündchen und dann ist auch wieder gut. Total super. Je nachdem, wo du zum Beispiel gerade herläufst, leuchtet es gelb und rechts lila wegen dem Twitch-Eingabefeld. Ja, diese. Das macht schon was her, ne? Das Ambilight. Oh, warte mal, da geht's raus. Da gucke ich aber erstmal hier. So, Schnauze. Oh Gott, ich weiß nicht, ob ich das anfassen möchte. Listen, once you get there, just do what you have to do. Get to the set and build this character for him. That's all that matters. Cool. Wenn du das sagst. Mir ist schon super. Ja, ich weiß halt nicht. Ich bin immer so ein bisschen zwiegespalten mit dem Ambilight. Ob ich das so geil fände, ich weiß es nicht. Aber du kommst klar, dass er nicht schwarz ist. Sieht trotzdem gut aus. Oder trauerst du da doch ein wenig hinterher, dass er dann doch schon eher hätte schwarz sein können? Oh. Ach komm, Leute, wir bleiben einfach hier stehen. Ich finde das gerade sehr entspannt. Jo. Was schon. Na dann, wie gesagt, dann mit der weißen PS5. Nein, Er sieht so hübsch aus. Guck mal, jetzt hier so ein schöner. Oh. Was sind das da hinten? Ist das Dreck auf meinem Monitor oder? Nee, die bewegen sich. Dann bewegt sich doch irgendwas. Da fliegt doch irgendwas am Himmel.
Es sieht so ein bisschen aus wie Dreck auf meinem Monitor, aber es bewegt sich. Von daher kann es kein Dreck sein. Ja, muss ich wahrscheinlich erst aufmachen, oder? Achso. Jetzt? Achso, ziehen. Gut, das ergibt Sinn. Hallo. Ja, alle haben sie schöne neue Sachen. Ach, nur ich muss vernünftig sein. Und erstmal meinen Zahn machen lassen. And I'm telling you, this gig is just too good to pass up. Okay. Okay, das zu. Kling. Ja, klar. Was soll schon schief gehen, wenn man auf so einem Schiff jetzt... ich finde ja Aufzüge sowieso schon etwas ätzend, aber in so einer Situation jetzt einen Aufzug benutzen. Mutti, please don't. Nein. Nein, jemand. Ja, stecken bleiben oder runterrasen, ja. Ich bin einmal in einem Aufzug, sind wir stecken geblieben. Das war eher ungeil. Ich höre was flüstern. Okay, da wird es da lang gehen. Bevor ich hier in irgendwelche Gänge reingehe... Okay, hier geht es eh nicht lang, aber vielleicht ist hier irgendwas zum Lesen? Nein, auch nicht. Nur findet er nur die öffentlich-rechtlichen Sender. Die privaten sind alle verschlüsselt. Aber so oft, wie ich mittlerweile das normale TV-Programm anschaue, ist mir das relativ egal. Hä, aber wieso sind die privaten alle verschlüsselt? Also ich meine, ich gucke kein Fernsehen eh mehr, also von daher wäre mir das jetzt auch egal, aber... Das ist doch komisch, oder? All third class passengers this way, please. Did you check the lower decks this time? I swear to God, if we find any stowaways again, you'll never set foot on a ship again. Okay, ganz cool bleiben. Keine Ahnung, merkwürdig. Ja, das ist doch komisch. Hä, wieso sind die verschlüsselt? Schon wieder so ein... Was ist das? Was ist das für ein Viech? Ey, gut, ich denke mal hier... Oder? Ja, hier ist nur ein Raum. Oha. Nein. Bitte nicht. Please don't. Mhm. Seite ist oben abgerissen. Ach, Wahnsinn. Traf der Regisseur die beispiellose Entscheidung, seinen nächsten Film an Bord eines Kreuzfahrtschiffes zu drehen, das den Atlantik überquert. Die Details zum Drehbuch werden zwar geheim gehalten, doch unsere verlässlichen Quellen behaupten, dass, unlesbarer Name, der Star des Projekts sein wird. Möglicherweise eine logische Wahl, wenn man die fabelhafte Karriere und die Vielzahl der hochgelobten Rollen des Filmstars berücksichtigt. Es scheint, als hätten die kürzlich aufgetauchten Gerüchte über die privaten Probleme des Stars den Regisseur nicht abgeschreckt. Hier ist ja die Rede von uns. Noch bin ich relativ sorglos, was hier Türen aufmachen angeht. Mal schauen, wie lange noch. Chuck, hallo. Okay, wieder ein Spicer-Punkt.
Kann ich eigentlich auch irgendwie die Hocke gehen? Oh, ein Schlüssel. Cool. Steht da irgendwas drauf? Nö, ne? Nö, ist einfach nur ein leerer Anhänger quasi. Aber wir brauchen ihn. Puh. Ah. Schön. Okay. Bringt das irgendwas, wenn der hier pustet? Und der pustete und hustete. Nicht wirklich, oder? Hm. Ich dachte, vielleicht passiert dann irgendwas. Von Sicherheitsbüro an leitender Sicherheitsbeauftragter. Die neuen Abläufe treten ab kommender Woche in Kraft. Die Firma macht Sie persönlich für deren Einhaltung verantwortlich. Bereiten Sie alle Wachen auf ausführliche Anweisungen vor. Wie Sie bestens wissen, gab es in der Vergangenheit bereits Fälle von unerwünschten Personen, die an Bord gelangt sind. Wir müssen sicherstellen, dass dies nicht mehr vorkommt. Kurz gesagt, blinde Passagiere werden nicht toleriert. Okay, also scheinen die hier ein paar Probleme mit blinden Passagieren zu haben, gehabt zu haben. You never know. Ah, das war der Schlüssel für die Tür. I see. Ah, ducken ist Y, wie kreativ. Ich hätte jetzt eher auf X oder sowas getippt. Y ducken ist ja auch bescheuert. Okay, was bist du denn? Never met the guy in person, but few people have. That's why you hear all these rumors about him being broken or disfigured. All that nonsense. Sue. Hallo Ratti. Oh, eine Gabel. Was? Ja, super. Warum kann ich das aufmachen, wenn ich mir da nichts rausnehmen kann? Es ist alles so sinnlos. Oh, oh. Okay, hier blinken 2000 verschiedene Sachen. Gut, ich kann da hier Morsezeichen. Ein Kommunikationsgerät zum Morse-Dings, ne? Kann ich denn... Wie ist SOS? Dreimal kurz, dreimal lang, dreimal kurz, oder? Vielleicht hilft's ja was. Ah. Und... Hier draußen hat sich natürlich wieder alles verändert, wetten? Ja. Das war so klar. Bestimmt kann man hier... Ah, shit. What? Ach, komm, Leute. Was ist das denn? Ranzoomen kann ich nicht wirklich. Oh, ein Stück des Lebens. Kann ich hier bitte auch wieder zumachen? Gott, so intelligent ist das Ding hier gar nicht. Ich glaube, ich stelle das immer mal auf ein. Das Fadenkreuz, ganz ehrlich. Weil dann sehe ich wenigstens immer, wo es ist. Oder? Ja, guck mal, so ist es immer da. Das hilft auch so ein bisschen gegen
Motion Sickness, dann sieht man immer, wo. Na toll, hilft mir aber auch nichts. Gut, aber dann sehe ich wenigstens immer, wo die Mitte vom Bildschirm ist. Das ist auch ganz gut. Das ist okay. Ich finde es jetzt nicht so störend. Performance for the Ages, eine unerreichte Meisterleistung. Gute Schauspielerei kann ein unheimliches Geschäft sein. Es braucht viel Mut, um das Bewusstsein über das eigene Selbst zu verlieren und eine Figur nicht nur nachzuspielen, sondern sich wirklich in sie zu verwandeln. Nur wenige bringen so viel Mut auf. Und dennoch geschieht es ab und zu. Das kann ich nach meinem Besuch des Königlichen Theaters gestern Abend persönlich bezeugen. Wie die treuesten meiner Leser wissen, werfe ich nicht gerade mit Lob um. Was? Werfe ich nicht gerade mit Lob um mich, wirft. Was? Und bin alles andere als leicht zufriedenzustellen. Freunde, ich glaube, das müssen wir nochmal neu übersetzen. Und dennoch muss ich zugeben, dass mich die Hauptfigur dieses Werks sprachlos gemacht hat. Die schauspielerische Leistung von, unleserlicher Name, wahrscheinlich wir, war vollkommen unerschrocken und geradezu überweltlich. Es war, als ob sich diese Person auf der Bühne vor meinen Augen auflöste und einen neuen Charakter ins Leben rief. Ich kann sogar das PS4-Menü oder hier alles mit der Fernbedienung steuern. Okay. So ist das jetzt hier einfach nur. Ja. Da werden wir dann auch so wieder reingekommen. Alles Klärchen, Papierchen. Ich hab's kommen sehen. Elü. Okay, da ist eine Tür. Ja, ist die Frage. Ich hasse das, wenn ich das Gefühl habe, ich habe... Ah, ist zu. Irgendwas übersehe oder so. Sehr aufpassen. Okay, cool. Wird hier etwa geraucht? Das ist das Raucherzimmer? Okay, cool. Reputation. Makes his actors jump through hoops before he even lets them on the set. Supposed to be some new method of building the character. Bunch of artsy-fartsy bullshit if you ask me. Just go with it. Guy doesn't take no for an answer. Okay. So, ich glaube, da ist gerade die Vase hier runtergeflogen, oder? Ach Leute, mit so einem Mumpitz könnt ihr mich doch nicht erschrecken, Freunde. Wenn ich das hier so spiele, habe ich fast schon wieder Lust, Close to the Sun nochmal zu spielen. Spielt ja auch auf einem Schiff. Die gute chinesische Vase, Freunde, jetzt seid doch mal ein bisschen vorsichtiger. Kann so nicht arbeiten. So what if the guy's a little nuts? He's a director. It comes with the job. I mean, what's he gonna do? Kill ya? Wer weiß, wer weiß. Apropos Kill, ja, ich weiß nicht, ob ihr es gelesen habt, aber die Sprecherin von Abby in The Last of Us 2 kriegt jetzt sogar schon Todesdrohungen für ihre Rolle, die sie spielt. Ey, Leute, die Rolle und
die Schauspielerin nicht auseinanderhalten können. Ich verstehe es nicht. I think it's all an act. Huch, ey, ich habe gar nichts gemacht. Also ich weiß nicht, was in solchen Leuten vorgeht. Wo ich dann echt denke, sie spielt eine fucking Rolle. Das sollte doch jedem klar sein, dass sie das nicht wirklich ist. Hallo? Aber ich meine, das zieht sich ja schon auch schon auch die einige Game of Thrones Darsteller, der den Joffrey dargestellt hat und so. Der hat ja auch schon tierische Drogen bekommen, hat deswegen seine Schauspielkarriere an den Nagel gehängt. Und lauter so Sachen, wo ich denke, ey, wie dumm muss man sein? Ich meine, es ist natürlich schon krass, wenn jemand das anscheinend so gut darstellt, dass die Leute ihm das so stark abnehmen. Aber, hallo, es ist eine fucking Rolle. What the hell? Also, ich verstehe das nicht, wie man diesen Beruf Schauspieler nicht verstehen kann oder nicht verstehen will. Von Icarus Transatlantic Sicherheitsbüro an alle Offiziere. Die meisten von Ihnen haben schon von dem Hollywood-Film gehört, der an Bord unseres Schiffes gedreht wird. Wir senden Ihnen genaue Anweisungen darüber, welche Decks für gewöhnliche Passagiere gesperrt werden müssen. Das Wichtigste, die Filmcrew und Schauspieler dürfen nicht gestört werden. Ja, das will ich auch stark meinen hier. Wir sind hier wichtig und so. Nein, ist so dunkel. Nein, nein, ich will nicht rein. Nein, ich gehe wieder raus. Tschüss. Das ist mir zu dunkel. Ah! Oh, ich glaube, ich ahne schon. Warte mal, da hinten. Aha. Was ist das denn? The world is a stage, oder was? Okay. The world is a stage. Nein! Was sagt er jetzt wirklich? Wow! Holy! Das wusste ich nicht! Oh nein. Er sagt das echt, er. Spin it like Beckham. Wieder zurück? Nein. Nicht wirklich. Bin froh, dass ich weiß, wie ich heiße. Wow! Told you who you should be. Do you remember who you were? Come. I will make you remember. Okay. Oder haben wir jetzt hier auch so einen Stalker am Hals, der unsere letzte Rolle ein bisschen zu ernst genommen hat? Oder was? Oder haben wir vielleicht unsere letzte Rolle etwas zu ernst genommen? Da ist nichts mehr drin, aber hier liegt was Neues. So viele haben es versucht, Teil meines größten Werkes zu sein. Als ob es hier eine andere Wahl gab. Nur eine Person kann diesen Charakter zum Leben erwecken. Nur eine Person ist gebrochen genug, um ihn zu erschaffen. War wie wahrscheinlich, ne? Du fällst jetzt um. Schade. Ey, komm zurück. Ein Licht in der Dunkelheit. I believe in you. Ja, das ist ja schön für dich. Ich glaube auch an mich. Ah, die komische Sonne. Okay. Piepmatz. Hallo, Piepmatz. Nee, nix Piepmatz. Wake up, Mr. Hardy. Psst. We've got to get out of this godforsaken prison, before we rot. Eine Piraten-Augenklappe. Wow!
Ich war's nicht. What the freaking hell? Leute, chillt doch mal eure Base. Was ist das denn? Oh. 952. Okay. Ah. Okay, got it. Ah, hier liegt noch was. Ah, Piraten, ho, ho, ho. Sea of Thieves, oder was? So, ja gut. Das ist ja easy. 952 wird dann wohl die Kombi sein. Hierfür. Also, ich kann einfach so lang. Wie kann ich das jetzt? Ach so, ja klar. So, Moment. 9. Ups, 5. Ah, boah, voll intelligent, ey. Achso, das wäre zum Ziehen. Cool, cool. Hello? Ja, super, klar. Oh, hallo. Are we really going? Lily, I'm... That's Captain Baines to you, Mr. Hardy. Remember the name, Quartermaster, or I'll have you walk the plank. Hm, okay. Ist vielleicht so eine Kindheitserinnerung? Ah, die Tasche ist cool. Oh, hallo, guten Tag. Ich begrüße Sie. Meiner gewohnt liebenswürdigen Art und Weise. Und hier können wir eh noch nicht sonderlich weiter. Was passiert? Okay. Kann ich dich irgendwie bewegen? Weil hier ist so ein Quadrat, aber wenn ich mich da drauf stelle, passiert jetzt auch nicht sonderlich. High five! Doch nicht? Huh? Pff, Hilfe. Okay. Ah. Was ist das? Ach so. Wir müssen dann den Stuhl da genau an dieser Stelle abstellen. Ist das? Das ist, also auf der anderen Seite. Okay, warte mal. Der Seite. Oh, wie gelernt, ey. So, lass mich bestimmt da hinsetzen, wetten. Ah, Gott! Ah! Junge! Was? Zum Fick, du Penner! Ah, nee, hinsetzen muss ich mich gar nicht. Ich kann da durch. Alter, hat der mich erschreckt. Ah! Ah! Oh, nee, bitte nicht. Nein, nein, nein. Oh, remember her. Ah, sogar hoch. These images, memories of you, they've been haunting me. And yet you cling to them, because without me, you have nothing.
Debüt. Mhm. Uff, Alter. Mein Herz. Puh. Aber wenigstens passiert noch etwas Unerwartetes. Das finde ich ja schon gut. Das ist schon okay. Uff. Aha. Oh. Ups. Uiuiui. Ist zu. Wow! Aber. Mutti. Oh, Kacke. Alter. Oh. Das ist. Ich weiß nicht. Oh Gott, er schießt mich einfach. I'm back, Mahardy. Scouted out the whole area. Looks like there's a trail we can follow. A trail? Aye. Left by fellow pirates, no doubt. To lead us to a safe harbor. Ja, das sind. Ich nehme stark an, das sind so Kindheitserinnerungen von uns. Vielleicht mit unserer Schwester, die hier so Dinge mit uns gespielt hat. Okay. Ach, lass mich hier weg. Die Musik im Hintergrund erinnert mich so ein bisschen an Silent Hill. In diesem Dim, 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 Dim. Irgendwie sowas Silent Hilliges. Ah, da ist wieder was zum Anhören, ne? Ah. Oh, da ist eine Katze drauf. Meow Records Company. Oh, wie süß. Oh. Number two. Nehmen wir stark an, das andere war Number one, was wir gefunden haben, oder? Ah, okay. Uhrzeit und Beschreibung der Aktivitäten. 22:05 Ende der Pause. 22:30 letzter Reparaturtechniker verlässt das Schiff über die Laufbrücke des Ostdecks. 23:00 Überwachung des Hafengebiets entlang des Schiffs. 23:27 auf Patrouille in der Nähe des Frachtbereichs. Erblicken eines sich bewegenden Schattens. Klein, höchstwahrscheinlich ein Kind. Verfolgung ohne Erfolg. Rot umkreist. Achso, dieses 23:00 bla. 0:00 Wache zu Ende. Ah ja, hier, small, most likely a child. Heidenei, Freunde. Also, falls ich hier an einem Herzinfarkt sterbe, ihr wart live dabei. Ja, klar. Nice. Hier ist bestimmt zu, oder? Yep. Naja. So halb zu. Oh mein Gott. Da ist sie, Mr. Hardy. The fastest vessel ever built. Ready to set sail for the land of the flame. I don't see any sails. Shh. We must make our way aboard. Quietly. Das ist Esse, Quam, Videri? Oh Gott. Heißt Esse nicht sein? Ah da. Esse, Quam, Videri. Wird mir sogar auch gleich als Übersetzung angeboten. Moment. Ah, sein statt Schein. Cool, ja, das ist ja. Ja. Esse quam videri is a Latin phrase meaning to be rather than to seem. It and variants have been used as a motto by a number of different groups. The form esse non videri. To be, not to be seen, is the Wallenberg family motto. Esse quam videri is found in Cicero's essay on friendship.
Also es gibt es wirklich nur auf Englisch, es gibt es nicht auf Deutsch anscheinend. Ah, und Essequam Videri ist the state motto of North Carolina, adopted in 1893. Ja, war auch das Motto von einigen Schulen in den USA, in England. Oh Gott, einiges gut. Holy shit. Das ist eine ewig lange Liste. Ja, gibt viele, auch Companies, Fraternities, Sporting Organizations. Um das als Dings. So, lalala. Genau, Essequam Videri found in Cicero's Essay on Friendship. Virtute enim ipsa non tam multi prediti Essequam Videri volunt. Few are those who wish to be endowed with virtue rather than to seem so. Just a few years after Cicero, Sallust used the phrase in his Bellum Catilinae, writing that Cato the Younger Essequam Videre bonus malebat, he preferred to be good rather than to seem so. Previous to both Romans, Aeschylus used a similar phrase in 7 against Thebes at line 592, at which the scout says of the seer, priest, Amphiaros, oh Gott, irgendwas Griechisches. He doesn't want to seem, but to be the bravest. Also, man will nicht nur so scheinen, sondern man will auch, man will es auch sein. Und Plato hat das auch mal zitiert. So, Freunde, hier lernt man was. Und guten Abend, Leila! Ah, schade. Aber passt ja auch zum Schauspieler sein, weil Schauspieler, die, sie scheinen ja mehr, als sie sein. Und das bedeutet halt genau das Umgekehrte. Man will nicht scheinen, sondern, also man will nicht so wirken wie etwas, sondern man will das auch wirklich sein, was man darstellt. Also Leila, ich hätte jetzt vorhin fast schon einen Herzinfarkt bekommen. Das wird dann bei dir besonders lustig werden. Ich hätte einfach außen am Schiff bleiben sollen und weiterhin einfach in den Sonnenuntergang gucken sollen. Oder? Ich meine, das wäre doch jetzt das Geschickteste gewesen. Okay, aber die haben hier echt viele Stages einfach gemacht. Du explodierst jetzt aber nicht wieder, oder? Kollege. Holy crap. Juhu. Oh shit. Nein. Fuck. Sorry. Tut mich leid. Oh, ja, geil. Klar, logisch. Ah, das bleibt nicht offen. Bleib doch mal offen, du dummes Ding. Das zu. Puh. Ja, YOLO, oder? Was? Hallo? Muss ich ja so. Wow! Alter. Leider ist jemand letzte Woche in einer Facebook-Büchergruppe zu Rebecca Gablé bekehrt. Na, super. Die ist ja auch gut. Ich weiß nicht, ich glaube, Rebecca Gablé, viele verbinden die eher so mit so Schmusibu-Sachen, irgendwie so Charlotte Link-mäßig oder so, habe ich das Gefühl. Gold! Avast, Mr. Hardy. Too many of them scurvy dogs to take head on. Lily, I want to go home. Quartermaster, steel yourself. Be your heart soaked in doubt, or be there a fire burning within. Okay, wir haben anscheinend immer gerne so als Pirat gespielt und jetzt sind wir anscheinend auch in einem Piratenfilm gelandet. Oh, ein goldener Kelch. Hm. Kann es aber nichts mehr machen. Oh, ein Schlüssel. Hab einen Schlüssel. Wow! Fuck you. Okay, ich gehe ja schon. Alter. Oh, ich will nicht.
Das... Kann ich aufstehen? Ja, jetzt geht's wieder. Holy fuck, ey. So, bei der ersten Gruppe hat sie das Mittelalter abgeschreckt. Was? Es gibt Leute, die mögen Mittelaltergeschichten nicht. Was ist da denn los? Oh Gott. Ich will nicht. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Okay, ich drehe an nichts mehr. Oh, du bist neu. Du warst vorher nicht da. Alter, das Spiel macht mich jetzt schon fertig. Okay, das ist neu. Hier können wir jetzt lang, oder? Ich fasse nichts mehr an. Oh Gott. YOLO. Was? Was? Oh shit. Oh Gott, hier ist irgendjemand. Mutti! Was zum... Die... Nee, die Tür ist doch nicht weg. Oh Gott. Oh Gott. Don't do this. Oh, Dusch. Nein. Oh, ich hasse es. Wenn ich nicht da reingehe, dann passiert auch nichts, oder? Wieso ist das jetzt hier schwarz-weiß? Drehen wir einen Schwarz-Weiß-Film oder was? Oh, Mutti. FW & Sons, Feinstschreinerei, aufgegebene Bestellung. Eine robuste Holztruhe, komplett aus alter Eiche, mit Randleiste aus schwerem Eisen, zusätzlichen Lederriemen und Tragegriffen an den Seiten. Groß genug, dass ein erwachsener Mann hineinpasst. Wir hoffen, dass unsere Arbeit Sie vollkommen zufriedenstellt. Okay, cool. Oh, Leila hatte ein Erfolgserlebnis. Das ist ja mal schön. Na siehste. Ach, du blödes Radio. Du Radio. Ah. Vorher hatten wir ja nur Akt. Und jetzt ist irgendwie Akt. Oh Gott. Sie bereit zurückzugehen? Wahrscheinlich, er sei bereit zurückzugehen, oder? Kann man diese ominöse Musik aufhören? Danke. Oh nein. Okay, ich will die ominöse Musik zurück. Danke. Ja klar, sei bereit zurückzugehen, also einfach wieder hier zurück. Na, ja, Leila, Schwein gehabt. Einen zweiten Lauf. Bei mir hat es ja auch nicht so lange gedauert. Muss ich sagen. Nur Steffi hat da ja ewig gebraucht, die Arme. Oh Gott. Ah, la la. La la la. La la la. Alles hübsch, alles schön. Oh. Und jetzt? Kann ich da jetzt irgendwas tun? Außer die Kacke drehen? Nö. Was ist das denn? Cool. Oh, Bank. Überfall? Ist das... Nee, den haben wir aber nicht gesehen, als wir die Tür da so ein Stückchen aufgemacht haben, ne? Der stand ein bisschen näher an der Tür eigentlich. Hm. Jetzt vielleicht? Nee, aber ich kann das auch nicht mitnehmen. Ich habe bestimmt schon wieder 5000 Sachen übersehen, aber warum ist es so dunkel? Mach mal das Licht an.
Okay, jetzt sind die Figuren weg. Cool. Nein, Layla, das wusste ich jetzt gar nicht, dass du Horror hast. Das ist mir jetzt völlig neu. Dann solltest du vielleicht nicht zugucken. Nur so als sich auch schon gar nicht wiederholender Hinweis. Also. Oh Gott. Rennen heißt, ich muss rennen. Oh fuck, was? What the? Okay, das klappte ja super. Was zu? Okay, what the fuck? Okay, ich muss nochmal drehen. Oh, ich darf von dem Licht nicht entdeckt werden. Jetzt habe ich es verstanden. Ja, danke, Spiel. War hier noch eine Tür? Nee. Ach, schon wieder so ein... Wie das irgendein Achievement, wenn ich die ganzen Dinger hier mal ständig ausstelle? Oh. 10, 80, 40. 10 rechts, 80 links, 40 rechts. Das heißt, hier ist bestimmt irgendwo. Oh, ein Tresor. I know you did it. You killed her. Truth is, it was her killing me. Slowly. All this time. Okay. Whatever. Nee. Ist nur die Frage. Oh, nein, 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 nein. Wo ist jetzt der... Ich hier noch irgendwie lang? Upsi. So, und ich schreibe mir das nur noch mal kurz auf. 10, 80, 40, rechts, links, rechts. Ich habe Outlast überlebt bei dir, also lass mich jammern. Ja. Du willst es doch eigentlich, oder? Also bitte. Gut, ich denke mal, der... Also, ich sehe schon. Oh Gott. Holy Mother of fucking Christ. Okay. Der Tresor wird wahrscheinlich irgendwie... Oder wofür auch immer wir die Kombi brauchen, wird wahrscheinlich erst noch kommen. Geil. Diese Musik ist so Silent Hill-mäßig, das ist echt krass. Gut, aber da ist eigentlich völlig Latte, wo ich lang gehe. Okay, das Licht ist jetzt aber okay, ne? Ist alles gut. Oh, was ist denn hier? Ah! Ach, nochmal 10, 80, 40, falls man es da vorne nicht gefunden hat, oder was? Hä? Ah, die brauchen wir auf jeden Fall für hier. Ach so. Okay, da gehen sie aber wirklich auf super sicher. Aber nee. Okay, aber wo? Puh,
Der TV hat sogar, nachdem ich die Konsolen wieder angeschlossen hatte, die PS4 sofort beim HDMI-Port angezeigt. Nur bei der 3 nicht. Ja, das hat, mein Samsung erkennt die auch. Das ist, wahrscheinlich so ein Feature. Könnte ich mir gut vorstellen. Okay, aber wie soll ich jetzt... was? Okay, cool. Jetzt! Ach, come on! Ist es denn wahr? Ach, für dich? Ach komm, jetzt hängt's hier nochmal am Tresor. Freunde, hat euch keiner gesagt. Da hätte ich es mir noch nicht aufschreiben müssen. So. Aber 10... Aber 10 nach rechts heißt doch eigentlich dann... so rum, ne? Zehn, 80 und 40. Nee, hä? 10. Mach ich's nochmal so. 80. Achso, ich muss loslassen. Ne? War doch richtig so rum. Ha, okay, cool. In the land we've seen behind shut eyes, the one of bright shores caressed by tide, where there's no pain, no fear, no fury, no lies. There we shall stand tall, our hearts full of pride. If your dreams are bold and by no man bound, if your soul is strong, unlike any other, able to build walls or tear to the ground, then yours is this world, my little brother. Vielleicht reinpusten? Okay, what? Ach so. Ach, jetzt sind wir... Was? What the fuck? Oh. Ja, fast ein bisschen romantisch. Na dann, Mahlzeit mit Wackelpudding. Ich muss ja sagen, ich stehe nicht so sonderlich auf Wackelpudding. Wenn dann lieber so ein normaler Pudding. Ja, Halleluja. Noch sage ich Halleluja. Ja, geh's mal auf, bitte. Oh, da ist was drin. Uiuiui. Mr. Hardy ist ein Quartiermeister und das ist etwas sehr Wichtiges, denn ein Quartiermeister kümmert sich darum, dass die Crew dort ist, wo sie sein muss und immer genug Essen und Rum für alle da ist. Mr. Hardy ist seinem Kapitän sehr treu und befolgt immer dessen Befehle, da er weiß, dass er, der Kapitän, nicht Mr. Hardy, ein unerschrockener Anführer ist. Der Kapitän schimpft manchmal mit Mr. Hardy, aber nur, weil ihm seine Crew so wichtig ist. In Wahrheit... Dom, 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 dom. Ja, Leila, ist okay. Dann viel Spaß, wisse Wackelpudding. Mit dem Wackeldackel. Moment, wo sind wir jetzt hergekommen? Wir sind von da gekommen. Mal gucken. Da geht's. Das ist hier. Ne, das ist zu, okay. Dann können wir ja nur da lang, wa? So. Ja, Rox, als Kind mochtest du Wackelpudding. Mittlerweile brauche ich den auch nicht mehr wirklich. Ich finde den so... Der hat so was Chemisches, wie der schon aussieht. Also dann lieber ein Vanille- oder Schokopudding oder sowas. Ganz ehrlich. Oh, ein Bambi. Oh, oh. Moment.
Okay. Jetzt mal so Bild für Bild. Da steht da noch und dann so. Hui! Okay, da ist irgendwie eine Tür. Und da ist irgendwie was Komisches. Okay, ich nehme wieder einfach den kuscheligen kleinen. Upsi. Rausnehmen kann ich da ja nichts. Nee. Das zu. Ich sehe schon. Klar. Ich muss es so weit schieben, bis die Tür drin ist. Retten. Da. Ja, Prospera, ich hab's schon verstanden. Als ich den... Oh, jetzt sind wir auf der anderen Seite. Wir sind vorher da lang gelaufen. Leute, lasst mich einfach... Lasst mich einfach probieren und machen und tun. Und wenn das mal eine Minute dauert, bis ich es rausgefunden habe, dann ist das ja auch okay. Oh Gott. Naja, natürlich ist hier zu oder so, also klar. Ich will nicht. Das kann ich auch nur als Tipp für überhaupt jeden Stream, den ihr guckt. Wenn der Streamer oder die Streamerin nicht explizit sagt, Chat, bitte helft mir, was, wo soll ich hin? Einfach Klappe halten. Dann seid ihr immer auf der sicheren Seite. Okay, da auf der rechten Seite ist irgendwas Komisches. Okay, umdrehen kann ich es nicht. Wow! Nicht cool. Okay, ich gehe weiter auf der Leiter. Weil ich meine, wenn ihr ein Spiel spielt, dann müsst ihr ja auch alles selber rausfinden und erkunden. Und das will ich halt natürlich auch. This fellow is wise enough to play the fool. William Shakespeare, Twelfth Night. Ich denke mal, diese Posterbilder sind eben auch so Sammelgegenstände. We always come with a burden. Alter, Schwede. Ich will nicht. Oh Gott. The hell? Alles voller Schuhe? Ah. What the... Figures, faces, voices from the past, wrapped in a heavy, old bag. Aha. Cool. Schwing. Die fallen bestimmt gleich runter. Oh. Okay, dann muss ich darüber. Oh Gott. Ah, die fallen bestimmt runter, wenn ich da hochgehe. Bleibt schön da. Bleibt entspannt. Auf what? Nein. Natürlich ist so. Oh, guck mal, hier sehen wir jetzt auch mal. Da finde ich, sieht der Schatten eher aus wie ein Junge. Gar nicht wie ein Mann irgendwie. Ganz komisch. Oh Gott. Mir tut böses Schwanentun. Ich muss wieder rennen, wetten. Ich will gar nicht wissen, was passiert. Ja, puff. Siehst du? Ich will gar nicht wissen, was passiert. Schlüssel. Danke. Gott.
la, la. An act of creation always begins with an act of destruction. Immer? Explodiert jetzt gleich. Da liegt was, ich will nicht. Schnell nehmen. Was ist das denn? Einfach nur irgendeine Kugel oder was? Oh, Recording. Na, da will ich aber nicht stören. Da können wir jetzt aber nicht rein, wenn die recorden. Oh Gott. Das sieht aber eher nach einer Bühne aus. One life ends, another begins. One life ends. The right one. Bitte? Oh, fuck. Ach du Scheiße. Muss ich jetzt einen davon erschießen oder was? Ernsthaft? Action. Aber ich sehe gar nicht. Das ist irgendein Typ mit Zylinder. Und das soll eine Frau darstellen. Kann ich hier auch einfach sagen nein? Und wieder rausgehen? Wahrscheinlich nicht, oder? Wir kommen jetzt ja wahrscheinlich nicht wieder zurück. Puh. Tja, Freunde. Dann sagt mal, wir müssen anscheinend hier jemanden erschießen. Action. Links den Gentleman mit dem Zylinder oder rechts. Soll das eine Dame darstellen? Keine Ahnung. Also solche Hüte tragen ja eher Frauen, aber vielleicht soll es Piratenhut sein? Ich habe keine Ahnung. Also links oder rechts? Was sagt ihr? Ich kann mich hier auch nicht wegbewegen. Prospera sagt rechts. Mir ist es egal. Ich habe überhaupt keine Ahnung, was das für... Ach, Prospera! Was denn nun? Links oder rechts? Rechts ist der Dude hier. Er schießt den Typen, Frauen braucht die Welt noch, also links. Ich weiß ja nicht, ob das eine Frau darstellen soll, weil vom Körperbau her ist es auf jeden Fall keine Frau. Es sei denn, sie heißt Abby. Aber vom Hut her wäre es vielleicht eine Frau. Okay, also Rox dann eher links. Der Prospera hat ja auch links gesagt. Also eigentlich rechts, aber dann irgendwie wieder links. Gut. Links. Gut, dann nehme ich jetzt den linken Dude. Auf eure Verantwortung, ihr habt das entschieden. A life for life. One must be taken. The right one. Oh, sorry Leute. War der falsche anscheinend. Muss ich jetzt doch rechts nehmen? Also links geht anscheinend nicht. Ich muss links nehmen. Rechts nehmen. Why? Auf deinen Platz.
Tja, Freunde, da ist irgendwie, ja, keine Ahnung, warum, wieso, weshalb. Schweiße doch, ne? Jetzt fallen die runter. Die fallen jetzt runter. Die sollen jetzt runterfallen. Sieht alles irgendwie sehr falsch aus, was die hier treiben. Warum geht Ganondorf nie ins Internet? Zu viele Links. Ah. Immer diese Zelda-Witze. So lustig. Noch nie gehört. Ja, aber das ist doch zu. Was geht ab? Sollte ich jetzt doch hier vorne noch irgendwas machen? Hätte ich da jetzt irgendwie... Hier geht's ja nicht weiter. Hätte ich über den Tisch drüber sollen? Oder was willst du jetzt von mir? Dieses Spiel! Ach, auf der linken Seite ist der Vorhang aufgegangen. Da können wir jetzt vorbei. Ach so. Ich hasse es. Diese Geräusche. Wieso, Dude, konnten wir dich nicht erschießen? Weil du uns darstellst quasi? Weil du der Mann bist und wir sind derjenige welcher oder was? Es tut mir leid. Entschuldige mich. Vielmals. Für alles. Oh Gott. Ah, jetzt kommt hier das Licht durch, wo wir die Kugel durchgeschossen haben, ne? Irgendwie habe ich was dagegen, da durchzulaufen. I don't like it. Oh Gott. Ich weiß nicht, irgendwie habe ich das Gefühl, wenn ich da durchlaufe, passiert irgendwas Komisches. Ja, soll das immer noch das Licht von der Kugel sein? Oder was ist da kaputt? Hier geht es aber nicht irgendwie weiter. Oh Gott. Oh shit, okay, hier muss ich durchlaufen. Ah, Mist. Geht nicht komplett. Oh Gott. Oh. Das ist so eklig. Da bin ich jetzt ganz schnell da durchgelaufen. I don't like it. Ah, das war die Tür. Gott. Mutti. Was zur Hölle? Nein? Ich hab da jetzt irgendwie Panik vor, da durchzugehen. Total bescheuert. Ja. Muss ich da jetzt durchgehen? Ach, hier lang. Oh, ich bin so doof. Blinkety Blonkety. Wow! Arschloch. Mami. Oh Gott. Oh komm. Pust ihn an. Okay. What? Oh! Hallo, guten Tag. Entschuldigen Sie bitte. Oh! Ah, jetzt geht's hier lang. Mag das nicht. Ich
Können wir bitte wieder in den Safe Room zurückkommen? Da wäre ich sehr dankbar. Wow. Dass hier jetzt was passiert, war ja absehbar. Shit. Shit, ich komme hier nicht raus. Ah, das fiebt so in den Ohren. Fuck. Boah, es ist hell. Da brennt's mir. Wow, da brennt's mir doch alles raus hier. Fick dich. Oi da. Erstens, ich hätte gerne wieder Farbe im Spiel. Zweitens, ich möchte bitte in den Safe Room zurück. Danke. Danke für Ihre Consideration. Look what I found, Mr. Hardy. This chart will lead us away from peril and into safe harbor. Hm, not safe? Safe. Mit Smiley. Enter here. Und dann bleibt er auch. You shouldn't play with strangers. She wouldn't like that. She doesn't like it when you play with anyone but her. What? Ich habe das Gefühl, von der Story werde ich nicht sonderlich viel mitkriegen, weil die wahrscheinlich wieder so verschlüsselt ist, dass man sowieso nicht so ganz kapiert, was eigentlich abgeht. Requisiten, Einkaufsliste, Nachbildung einer Steinschlosspistole aus dem 17. Jahrhundert. Einmal voll funktionsfähig. Das ist nicht gut. Blitzpulver. Nee, Schwarzpulver. 4 Keks je 66 Pfund. Munition, 5 Schachteln je 100 Stück. Attrappen, 100. Na... Das kann ja nicht gut gehen, oder? Wenn du. Ich habe dann die starke Vermutung, dass mit der voll funktionsfähigen Steinschloss-Replikapistole irgendwas schiefgegangen ist, oder? Weil wir haben ja gerade so eine Steinschloss-Pistole benutzt. Vielleicht haben wir jemanden auf der Bühne aus Versehen erschossen. So. Wir wollten es natürlich nicht, weil wir dachten, es ist einfach nur ein. Oh Gott. Die ist nicht echt und so. Nur einer von uns weiß, was getan werden muss. Nur einer weiß, was auf dem Spiel steht. Der andere muss es nicht wissen, muss es nicht verstehen. Nur zuhören und es vorspielen. Na, war klar. Alles wird gut. Also dieses Schwarz-Weiß-Gedöns geht mir so langsam so ein bisschen auf die Nerven. Oh, Tassenlampe. Eine kaputte Tassenlampe. Someone's coming. Oh nee, das geht noch. Anyone there? Anyone there? Bloody hell. Sod it. The chief wants it checked so bad he can bloody well do it himself. Ah nee, doch, sie ist kaputt. Hörst du auf? Böse, böse, böse. So. Immer die Emiratis. Nicht gut. The fuck? Lass mich.
Shit, ich muss da durch. Ich kann da nicht rein. I don't like it. Das dunkle Gefühl, ich brauche irgendwas, um das zum Explodieren zu bringen. Ah, nee, hier. So. Einfach nur hochziehen, okay. Ach, die Musik macht mich total wahnsinnig. Wow. Okay, not cool. Nicht cool. Ich habe das dunkle Gefühl, ich sollte rennen. Ja, lass dir Zeit. Close the door. Okay. Cool. This Hammer. Will do. Hurry, we have to secure it. They'll be here any moment. Lily, I'm scared. You should be scared. You know what happens if they find us. They'll send us back. Ah, jetzt. Oh, Junge, dreh dich doch mal um. Alter, nein. Scheiße, fuck. Ah. Ha. Boah, der hat sich gerade überhaupt nicht umgedreht. Ich wollte einfach die Tür zumachen. Ja, der Tod ist furchtbar. Holy shit. Ah, Hilfe. Chill mal. Moment, was? Wo? Da. Was? Ich kann einfach... Holy shit, holy shit, komm schon, lauf, leck mich. The door behind you. Ah, oh, Junge. Ah, oh, dreh dich doch mal um, Alter. Was zum Fick? Ey, der dreht sich nicht um. Was ist das denn? Okay, das ist doch ein Dreck, ey. Wo? Alter, ich sehe nichts. Was zum... Da. Hä? Ich verstehe das nicht. Der dreht sich halt super langsam um. Das ist echt ein Witz. Muss ich irgendwas Spezielles machen? Oh Gott, jetzt geh doch mal hoch, Mann. Ah, Scheiße. Da lang, da lang. Jetzt! Mich ein bisschen verlangsamen. Nein, geh doch mal runter. Puh. Alter. Oh, da sind Ratten. Cool. So, jetzt bleib ich einfach hier drin. Ah, okay, I see. Okay. Gut. Ich glaube... Ich glaube, wir haben ihn erstmal nicht mehr an der Backe. Da nach hinten? Nee. Puh, puh, puh. Cool. Hier was verändert? Nö.
Okay, das Spiel macht mich echt fertig. Ah! Lü? Oh, ein Bad. Erst aufs Klo. Hände waschen. Ja, bitte zumachen? Ja. Holla, die Waldfee. Okay, ich glaube, wir sind wieder zurück in unserem... Ja. Setze die Maske auf. Okay, war das jetzt wieder ein anderer Text eigentlich? In jedem Schauspieler steckt die Rolle seines Lebens, der eine Charakter, für den man bestimmt ist, sei der Bildhauer. Verleihe dem Gestaltlosen eine Gestalt, bis nichts weiter bleibt als die Wahrheit. Ja, ich glaube, das hatten wir noch nicht gelesen. Da ist auch der Hut. Was? Rechargt! Zeige dein wahres Gesicht. Haben wir schon die zweite. So, wo war noch mal? Wir hatten ja auch die Möglichkeit hier, genau. Ach so, das war nur der Test. Okay, das war nur der Test. Mhm. Sollen wir das sein? Okay. Oh. Was war denn hier noch? Sieht aus, als hättest du einen guten Start erwischt. Freut mich, dass du und der Regisseur euch gut versteht. Mach einfach weiter so, dann ist das Ding bald im Kasten. Okay, was auch immer das darstellen soll. Die Premiere oder was? Da gehen wir gerade die Treppe hoch. Okay, warte mal. Wow! Ups! You run, but do you know the way? Eine Entscheidung und ihre Folgen? Ich habe nichts getan. You destroy the other. There's no other way. Ich habe gar nichts gemacht. Ich wollte nur mal gucken, was jetzt unten ist. Was passiert, wenn ich unten die Tür aufmache? Das war keine so gute Idee anscheinend. Jetzt sind wir wieder hier gelandet. Ich meine, okay, setz die Maske auf. Eine richtige Maske haben wir hier unten jetzt zumindest nicht. Aber hier sind wir ja reingekommen, also eigentlich wieder sicher oben wieder lang. Hier eigentlich irgendwas gefunden? Nö. Wäre auch zu schön gewesen. Roxputen geschnetzeltes mit Reis. Ja, mei. Die arme Pute. Ah, hier hängen dann die Filmplakate. Okay. Das gibt dann so die Galerie, wo wir die hinhängen. I see. Okay.
Gut. Ach so, ja. Dann an jedem, bei jedem Ende kriegen wir dann so eine Filmrolle, die dann wahrscheinlich wieder den nächsten Akt beginnt. Und anscheinend scheint es da noch drei weitere Akte zu geben. Aber ich mache erstmal eine ganz kurze Biopause und bin gleich wieder da. Bis gleich. So, Freunde der Nacht, Mutti ist wieder da und wir können die nächste Filmrolle einlegen. So, einmal aufmachen und achso, hier ran und flippen wir den Switch. How far can he go? How deep can he descend? The thing he seeks is still there, buried, hidden away, locked in a vault, a prison of himself. He tries and fails to understand. A hungry animal does not think. It knows. It needs. It acts where reason dare not go. Instinct prevails. And so he must leave the stillness of the mind and brave the storm of teeth and claws. Only then can he find the key and claim his prize. Okay. The Hunt ist Akt 2. Ja, hab ich das schon gesehen? Na, das ist neu. Den Charakter formen, Motivation. Was bewegt mich? Was will ich? Was brauche ich? Was sind meine Stärken? Schwächen? Wer, was jagt mich? Sucht mich heim. Gute Frage. Hier ist wieder der Piratenhut. Ah, das ist wieder das
das Bild mit dieser Maske auch. So, yay, Party. Nächster Akt. Okay, das geht auf. Das geht nicht auf. Gut, dann müssen wir hier lang. Ah, hier ist schon wieder das Porträt. Upsi, ich habe nichts zugemacht. Und es flüstert schon wieder. Cool. Yeah, could we take this again? There's something wrong with the picture. I think you must have moved. You just don't look quite yourself. Okay. Ah, super. Wieder der gleiche Raum. Cool. Ja, das war jetzt wahrscheinlich genau der gleiche Satz nur rückwärts abgespielt, oder? Satanische Botschaften. Oh, okay. Ja, dachte ich mir fast, jetzt müssen wir wahrscheinlich hier weiter. Oh yeah, Baby. Oh Gott. Soll das Blut sein? Not good. Excuse me, I'm such a big fan. Could you please sign? Oh, I'm sorry. I think I mistook you for someone else. Man sieht irgendwie nie das Gesicht so richtig. Alles ist immer irgendwie verbrannt. Aber passt ja zu dem, dass wir selber nicht wissen anscheinend, wer wir sind. Oh Gott. Da vorne bewegt sich was. Das hier sieht aus wie so in einem alten Film. So Filmstreifen. Ja, Entschuldigung! Wow! Ach so. Ich sollte mich vielleicht rumdrehen und rennen, wa? Okay, nochmal was? Okay. Aber ich kann mich nicht. Hä? Okay, ich kann nicht wegrennen. Ich kann mich nicht umdrehen. Da irgendwie dran vorbei. YOLO! Oh! Das soll so sein, oder was? Wie geil! Okay, ich bin aus Versehen richtig. Jetzt sind wir wieder in dieser Schwarz-Weiß-Welt. I see. Oh Gott. Stop. Okay, warte mal. Hier ist Stop. Volles Rohr voraus hier, meine Freunde. Wem sagst du das? Okay, das bleibt nicht unten.
Kann ich das nicht hier? Doch, so jetzt. Oh, fuck. Das war eine scheiß Idee. Das war eine scheiß Idee. Okay, das bleibt jetzt unten, da kann ich nicht mehr machen. Das war schon richtig hier mit dem Umstöpsel. Da kann ich weiter. War das vorher schon? Bin verwirrt. Moment. Ach so. Ah, Moment, hier kann ich auch hoch. Ja. Auch weitergehen. Hm. Kann ich da hoch? Ja. Okay. Aha. Jo. Hallöchen. Uhrzeit und Beschreibung der Aktivitäten. 1.05 Uhr, Beginn des Kontrollgangs unter der unteren Decks. 1.30 Uhr, Maschinenraum scheint in Ordnung, weiter zu Frachträumen. 1.38 Uhr, verdächtige Geräusche in der Fracht, genauere Untersuchung. Taschenlampe erleidet Defekt, Rückkehr, um Ersatz zu beschaffen. Ist rot umkreist. Schaden an Firmeneigentum, von Gehalt abziehen. Pflichtversäumnis, disziplinarische Maßnahmen empfohlen. 1.53 Uhr, Wiederaufnahme des Kontrollgangs, keine Anzeichen für weitere Störungen. 2.30 Uhr, Schichtende. Ja, gibt bestimmt auch wieder ein Achievement, wenn man eben alle Notizen findet und so. Oh, nee. Oh Gott, da sitzen schon wieder und stehen schon wieder irgendwelche Mannequins hier rum. Ah, nicht gut. Ah! Fuck my fucking life! Alter! Oh Gott! Leck mich! Du Pissnelke. Was hat nicht verfolgt er mich jetzt? Mann. Au! Hm. Shit. Also kann ich da jetzt gar nicht weiter oder was? Ach so, hier kann ich dran drehen. Ich dachte, da vorne kann ich irgendwie dran drehen. Nicht gut, lass mich. Nein! Och, Menno. Ich mach die Tür zu. Nein, das schöne Essen, alles weg. Ja, verschwindet alles. Okay, so genau wollte ich es gar nicht wissen. Geiler Trip. Hui! Das erinnert mich irgendwie in die Küche in Layers of 4.1. Da hatten sie es ja irgendwie auch mit dem ganzen Essen, was da so rumflog und sich selbstständig gemacht hat. Mir geht's gut. Ja, klar. Wow! Das wäre doch nicht nötig gewesen. Ah, ja, klar. Hm. Ja, danke. Wieder ein bisschen nettere Umgebung. Huch. Nicht gut. Na. Nö, geh weg.
Okay, da geht's weiter. Da geht's nicht weiter. Oh Gott. Come on. Ja. Yeah. Huch. Scheiße. Oh fuck. Es fängt hier schon wieder an so zu... Oh Gott, Alter. What the hell? I don't like this. Na komm, YOLO. Ist hier schon wieder eine Tür? Schlüssel? Tür? Türklinken? Da ist noch eine Tür? Okay, jetzt ist die Frage, können wir beide Türen nehmen oder nur eine? Oder gar keine. Nee, dahin gehe ich nicht ins Dunkel. Nicht gut. Okay, kann ich hier irgendwas machen? Nee. Wie schaut's bei der anderen aus? Die Tür? Ah. Nee. Ach, warte mal. Moment, Moment, Moment. Wir brauchen jetzt wahrscheinlich erstmal... Brauchen wir da noch einen Schlüssel? Ah, pass auf. Wir brauchen noch die Tür... Wir brauchen noch eine Türklinke. Oh, was ist denn hier eigentlich? Nix. Gut, wir brauchen noch alles. Moment. Genau. Gut, das ist natürlich verschlossen. Wir brauchen also auch noch den Schlüssel dazu. Ja, ist ganz nett gemacht hier. I like it. So, wo waren jetzt die Schlüssel? Hallo, da. Hier. Ein Schlüssel. Will ich jetzt hier aufschließen und aufmachen. Nice. Aha. Ach komm. YOLO. Jetzt sind wir da oben. Okay. Interessiert aber keinen. Hallo? Jemand da? Puh. Also ich muss sagen, ich weiß nicht, ob ich das heute wirklich zu Ende spiele, weil das Spiel macht mich echt fertig. Eventuell werden wir das dann am nächsten Samstag weiterspielen. Weil wenn das echt 6 Stunden lang so geht, da kriege ich einen Herzinfarkt. Tragedy strikes at the heart. Despair consumes the soul. A life crumbles. Whatever. Kann ich aber nicht aufnehmen. Okay, ich habe das jetzt gedrückt. Hier sieht man ja sowas.
Aber ich... Oh, mit L2 kann ich auch ranzoomen, okay. Hm. Keine Ahnung. Nein. Von leitender Sicherheitsbeauftragter an alle Betroffenen. Mir wurde berichtet, dass einige Nahrungsvorräte kürzlich abhanden gekommen sind. In diesem Zusammenhang bleibt mir keine andere Wahl, als erhöhte Sicherheitsmaßnahmen einzuführen. Ab heute werden die Lebensmittel einzelnen Crewmitgliedern zugeteilt und die Lagerung der Vorräte zu jeder Zeit bewacht. Naja, da kommen wir wieder zu den Huch. Wegen den ganzen Lebensmitteln hier. Ist nichts außer ein paar Socken. Ja, ich finde das bisher auch ganz nice gemacht. Klar, es setzt halt eben so auf diese bekannten Jumpscares etc. Der Typ, der dich verfolgt, ist ziemlich nervig, aber das ist ja immer so. Wobei, wer mal ein richtig heftiges Horrorgame zocken will, das habe ich nur im Stream gesehen bisher. Das gibt es auch, soweit ich weiß, nur auf dem PC und ist auch noch eigentlich in der Early Access oder Beta-Phase. Das heißt Visage. Holy shit. Das ist richtig. Boah. Leck mich fett. Das ist so heftig. Ja! Lass mich. Ich bin nicht da. Geh weg. Mutti. Okay, ich brauche hier wieder einen Code. Oh. Also, wie gesagt, Visage habe ich in einem Stream gesehen und holy crap. Das ist richtig gruselig. Hier ist die Weisheit. Ah! 248. Achso. 2. 4. Oh Gott, dieser Schatten. 8. Moment. Gott. Oh, Hamlet. Thou knowest is common. All that lives must die. Passing through nature to eternity. Okay, haben wir wieder was eingesammelt. Sehr gut. Huch, Gott. Ja, ich hab's bei Core Carnage gesehen, das Visage, und holy crap. Dem ist auch ganz schön der Arsch auf Grundeis gegangen. Oh Gott, hier passieren jetzt wieder Dinge. Ich will nicht. Wow! So Kids mit so leuchtenden Augen, weißt du? Das sind so die, die ich besonders mag. Das erinnert mich so an das, wie heißt das? Die Stadt oder das Dorf der verlorenen Kinder oder wie das heißt? Oh Gott, der Film ist so gruselig. Hallo, ich möchte... Hallo. Guten Tag. Get up, Quartermaster. What's done is done. No use crying. We need to venture forth and find some fresh supplies. Here, take this. It will help you find your strength. Aww. Eat this. Boah. Junge, du bist ganz schön gruselig. Ah! Oh nee, da sind wieder so Streifen. Ich will nicht. Lass mich. Ach komm, ja, jetzt soll ich in den Brunnen runter oder was? Willst du mich verarschen? Nein. Tschüss. Ah, ich will wieder raus. Ich kann nicht. War so klar. Oh Gott.
dass ihn das hier aber auch überhaupt nicht wundert, oder? Ach du Scheiße. Okay, cool. Was brudelt denn da für eine Suppe? Boah. Okay, der steht vor einer Uhr. Gut. Ist ja gar nicht gruselig. Hier komme ich schon mal nicht lang. Hier könnte ich natürlich lang. Dann nach hinten könnte ich. Oh Gott. Ah, hallo, guten Tag. Möchte sie nicht stören? Aber ich kann hier auch nichts machen. Boah, wenn ich hier wenigstens irgendwie eine Lampe hätte oder so, die ich benutzen könnte. Das wäre schon extrem geil. Ja, geil. Wow, was? Aha. Okay, cool. What the friggin' hell? Okay, hier sind zwei Knöpfchen. Und hier ist, was ist das denn? Was zum Drehen oder was? Ah, oh. Ah, so kann ich das so rumdrehen. Ach du Scheiße. Und da kann ich immer noch. Ah, da kann ich dann die. Oh mein Gott. Warte mal. Ah, nach die geile Körde trapsen. Ach du Scheiße, Moment. Das muss ich. Puh, ja, wird. Ist das egal? Weil. Das sieht ja so schon mal ganz gut aus. Moment, das wäre jetzt die Mitte. Ah, nee, das sind. Das ist das. Das ist ja eigentlich schon ganz gut. Was ist das? Moment. Und. Nee, aber ich kann nur die drei. Ja, aber wahrscheinlich. Warte mal. Ich doch eher so, warte mal, weil unten, warte mal, wahrscheinlich doch eher so, das ist das, ah ne, Moment, das stimmt noch nicht so ganz. Gerade nicht durch. Was bewege ich denn? Warte mal. Das ist das Äußere, oder? Moment. Ich glaube, das ist fest. Das ist fest. So, das muss so. Weil das ist fest. Und die restlichen. So, damit bewege ich das. Nein. Ist nur die Frage, wie hier oben. Aber warte mal, da oben. Hä? Das bewege ich auch. Ach du Scheiße. Moment mal. Ist hier schon. So. Wow. Das hat jetzt ein bisschen gedauert. Tröte die nicht. Gut, aber ich glaube, so muss richtig aussehen. Nee, aber ja, okay, gut, verstanden.
suffers for another. Another takes their place. Also ich oder was? Ja, move it. Ach du Gott, was macht denn der da oben? Oh, ups. Der wird auseinandergenommen. Ist aber nicht nett. Oh, die werden alle auseinandergenommen. Nein. 0 von 8, hä? Okay, ich kann hier was drehen. 0. Achso, ich muss einfach auf die 8 drehen oder was? Moment. Ja. Oh Gott. Muss ich das jetzt teilen oder was? Oder was will er von mir? Oder wie? Nee. Oder soll ich es jetzt einfach auf 12 machen? Weil es bringt ja gar nichts. Auf 12? Nee, geht ja gar nicht. Hä? Ah, 14? Also 10 und dann nochmal auf die 4. Nein! Ah, das wollte ich doch gar nicht. Hä? 17? Ich kapiere jetzt echt gerade nicht, was ich hier mache. Da sind es 10 und da sind es halt 14. 28. Hä? Also 10. 20, 28, 36, 10, 20, 30, was war jetzt 36? Nee. Aber das ist schon richtig, ne? Ich muss jetzt... Also... 10 und dann 12. Genau, jetzt 14. Also... 10 und 14. Dann 18. 10. 18, 26, 10, 20, 26, 32, ach 32, hä, aber 32, die zwei habe ich doch schon. 32, 10, 20, 30, 32. Nee, hä? Hä? 35. 10.
20. 30. 35. Hä? Kann mir irgendeiner das erklären? Was muss ich hier machen? Jetzt hier einfach nur... Warte mal, ich gehe jetzt nur mal auf die 2. Okay, das geht auch schon. Jetzt hier nur auf die 4. Ach, oder zählt der hoch? 8. Moment, ich glaube... Warte mal. Ich glaube, ich hab's. Ich muss... Ja, ich muss hochzählen bis zu 38 und darf dann nur die Zahlen verwenden. Das funktioniert nicht. Okay, wir haben 12 und 38. Ich muss auf die 38 kommen. Okay. Wenn ich jetzt die 8 nehme, bin ich bei 20. Ich brauche aber die 8 später noch. Puh. Warte mal. Wenn ich die 5 nehme, bin ich bei 17. Dann kann ich die 3 nehmen, bin ich bei 20. Mal 30. Ja, das könnte gehen. Warte mal, wenn ich jetzt die 5 nehme. 5? Haben wir 17. Also, ich kann nur so rum. Dann die 3 sind wir bei 20. Dann die 10. Huch. Und dann die 8. Zum Beispiel. Ach, jetzt müssen wir nochmal. Wir müssen auf 70 kommen. Ach, willst du mich verarschen? Ich hasse so Mathe-Spielchen. Da könnte ich kotzen. Okay, mit der 6 wären wir bei 30. Ach du Scheiße. Ich will nicht. Oh, es ist ein Kack. Die 10 können wir nämlich nur einmal verwenden. Und die 10 verwenden, sind wir bei 34. Nehmen wir erstmal die 10. Nehmen wir erstmal das Höchste. Weil ich dann wieder von vorne anfangen muss, ey. So, dann sind wir bei 34. Und dann die 1 sind wir bei 35, dann die 5 sind wir bei 40. Oh Gott, wie soll das gehen? Ich gehe einfach... Boah, ich kann sowas nicht errechnen, ey. So, dann sind wir bei 43. Ja, eigentlich... 8, haben wir 51... Immer die höchste Zahl nehmen jetzt. Dann haben wir die 7. Das sind 58. Ups. Die 64. Naja, geil. Naja, geht ja. 64. 69 und dann nehmen wir noch die 1. Halleluja. Time marches on. Death turns to decay. Okay, die werden immer noch gedingst. Gut, aber das haben wir erledigt. Und schöne Blümchen. Ah, Blümchen. Wow. Die sind alle vermatscht. Hallo, guten Tag. Boop. Wow, Freunde, nicht so eng bitte. Wow.
Please. Don't. Whoa. Alles ist cool. Alles ist super. Okay, so ein bisschen Piraten-Vibes. No man is an island, but hm. One can become a vessel to carry within a flame of another. Ach, das erinnert mich an Alan Wake. No man is an island. Da sind Köpfe dran. Whee! Spin it like Beckham. Andere Richtung? Geht das auch? Okay. Da oben so eine Art Da Vinci. Oh Gott. Müssen wir dann da hoch? Da ist Licht. Mahlzeit. Oh, Paratten. Okay, cool. Also ich vermute mal, das Spiel wird immer gleich nach dem gleichen Prinzip sein. Du rennst halt hier durch. Durch verschiedene Level und kriegst am Ende halt immer so eine Filmdose und wirst am Ende halt immer von diesem komischen Geist oder was auch immer verfolgt und musst halt rennen irgendwie wetten. Es tut mir ja leid, aber Leia Sophia ist jetzt nicht sonderlich dafür bekannt, so super kreativ zu sein. Ah, das ist die die Pflanze. It warms the heart. It feeds the soul. Nee, nicht gut. Ich bin raus. Ich bin raus. Ich bin raus. Ich bin raus. Stolen flame burns strong. Burns quick. Stolen flame. Okay, ich glaube, ich habe irgendwas übersehen. Ups. Ich dachte, er verfolgt mich jetzt oder so, deswegen. Wollte ich jetzt vorsichtig sein. Hui, die Zeit geht aber schnell vorbei. Ja, das war das Fenster, was ich von unten gesehen hatte. Ja, super. Ist wieder zurück, oder was? Oh, sind wir bestimmt gleich wieder rennen, wetten. No food, just paper. Don't lose hope, Quartermaster. Let's keep on looking. Okay, da ist aber ein bisschen arg viel eingetrocknet. Lecker Schmeckerchen. Soll ich jetzt wieder hoch, oder? Ja. Ach, diese Typen. Uff, Freunde. Also, hier gibt's keine Pandemie mit 1,5 Meter Abstand und Maske und so. Gut. Nicht gut, die gehen nicht weg. Ah. Jetzt ist aber hier die Hürde nicht mehr da. Ja, das ist ja gar nicht ominös oder so. Lecker Schmeckerchen. Oh Gott. Ich will nicht. Kann ich da hoch? Ja, so springen kann ich ja eh nicht. Von daher. Ja. Jo, ich hab's verstanden. Okay.
Oh Gott. YOLO! Geht jetzt einfach hin. Oh nein, da will ich nicht hin. Ja gut, YOLO. Was hat mir das jetzt gebracht? Nix, oder? Da muss ich erst woanders hin. Ich bewege mich dann mal. Geh auf. Alles super. Alles cool. Mir geht's gut. Oh Gott. Oh. Oh, ist das jetzt ein extra Raum oder bin ich jetzt falsch gelaufen? Ah. Da wäre ich bestimmt daraus gekommen, wa? Einfach. Dann ist das wahrscheinlich eher so ein extra Raum. Mit Wasser. Oha. Es gibt eine Welt neben der unseren, verborgen hinter einem schwarzen Nebelschleier, wo uralte Wesen weilen, unsterblich, unvergänglich. Sie bewegen sich unter uns, ungesehen, außer sie wollen es. Außer sie wählen dich, einen sterblichen Menschen, der ihre grausame Farce spielt. Ein nach Laune verwendetes Spielzeug, das sie wegwerfen, sobald es langweilig wird. Höre ihnen nicht zu, spiele nicht ihr Spiel. Der Preis ist viel zu hoch. Vorsicht mit deinem großartigen Talent, mit deinen großartigen Fähigkeiten. Vorsicht nun, da du ihre wahren Gesichter erblickt hast. Dich erwartet nichts als Wahnsinn und Tod. Manchmal werden Dinge zurückgelassen, grauenvolle Objekte mit rätselhaften Zwecken. Fürchte sie ebenfalls, denn sie sind eine Manifestation ihrer boshaften Gegenwart. Super, da sind Ratten. Oh, da oben steht eine 425. Ist das vielleicht wieder irgendein Hinweis? Hier singt irgendjemand. Kann ich hier rein? Nope. Okay, cool. What? Gut, aber hier wäre ich halt einfach nur vorne rausgekommen, ne? Oh, da liegt was. Ja, genau, ich bin da lang gegangen. Da wäre ich halt hier rausgekommen. Alles klar. Ja, mal gucken, ob wir noch irgendwo Möglichkeit finden, diese Kombination einzugeben, wenn es denn eine Kombination ist. Ja, da ist zu. Ratte. Hier ist zu. Sie hat hier auch nichts. Entschuldigung. Hä? Hä? Wat? 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 Why? Okay, habe ich mich zu schnell umgedreht, wa? Ah! Junge!
Weda. Mir geht's gut, alles super. Looks like the rats got to it before us. Boah. What was that? Shh, we're not alone here. Ja, das macht Mut. Oh Gott. Oh fuck. Ernsthaft. Mhm. Jo. Thing. Come, let's not wait for it to come back. Mahlzeit. Lecker verschimmeltes Steak. Ich musste einige Käfige verstärken. Irgendetwas hat die Tiere ziemlich verängstigt. Vielleicht spüren sie, dass das Gewitter bevorsteht. Ich muss die Schotten dicht machen. Das wird ein gewaltiges Gewitter. Ja, machen wir mal besser zu, wa? Oder auch wieder auf. Ah, das Löschen Nummer 3. Öff. Und die Li. Nach The Last of Us bin ich eher so ein bisschen hundegeschädigt. Da tut sich wieder irgendwas bewegen tun. Jetzt nicht mehr. Wow, what the fuck? So. Beal & Co. Animal Trainers. Dienstleistungen, Hundetraining und Zustellung. Aha. $225. Anmerkungen. Käfig und Inhalt an das Deck für Tiertransport geliefert. Minimale Fütterung wie gefordert. Mit Vorsicht vorgehen. Oh. Haben sie das arme Tier auch noch extrem schlecht gefüttert, damit es wahrscheinlich richtig heftig Hunger hat, wa? Das ist aber nicht nett. Ach, das ist jetzt wieder so ein Gag. Da unten lang? Naja, aber da sehe ich gar nichts. Königreich für eine Taschenlampe oder eine Kerze oder sowas. Auch nicht ihr schon wieder. Wow. Okay, ich glaube, das ist neu. Das ist super. Ja, klar. Mhm. Düp. Nicht gut. Nicht gut. Komm, das war doch eine kacke Idee, oder? Alle Freunde. Da oben komme ich gar nicht ran. So wird mir denn da angeboten. Wow! Alter! Hund! Oh Gott. Leute.
Hallo? Ich beschließe gerade, dass da nichts drin ist. Oh, nee, ne. Oh, nicht schon wieder Äpfel? Ich meine, es war so klar, ne, mit dem Scheißhund, ey. Oh. So ein Kelch. Ich dachte mir, ich gehe jetzt einfach mal außen rum. Wäre jetzt, glaube ich, egal gewesen, oder? Entschuldigen Sie bitte. Wow! Eigentlich will doch... Oh Gott. Wie? Ey, das hasse ich so, dieses Trial and Error Gedöns. Und tschüss, Rox. Wenn du halt nicht so wirklich weißt, aber ich muss doch dann da einfach rennen, oder? Wieder. Weil anders geht's doch nicht. Ach komm! Ja, du musst dich sofort umdrehen, weil hier kann ich halt gar nichts mehr machen. Sobald ich in diesem Screen bin, ist es vorbei. Ich kann ja nicht rauf. Look, there's something there. Was? Wo? Was? Was? Ah! Na jetzt, geh runter. Okay, der ist jetzt weg. Cool. Aber bringt mich jetzt auch nicht weiter. Warte mal. Nicht da hinten, dann. Ah! Hier ist jetzt ein Weg, okay. I see. Oh Gott. Where? Over there. Can't you see it? Ich sehe gar nichts, Mädel. Bin blind. Geh davon aus, dass ich blind bin. Oh shit. What? No. This isn't what I saw. You have to believe me. We're out on the edge of the world, Mr. Hardy. Nothing is as it seems. Eine Buddel voll rum, Freunde. That's it? Das war ja dann ein bisschen sinnfrei, oder? Naja, dafür haben wir hier wieder eine Treppe. Mit viel Nebel. Oh Gott. Ja, leck mich doch. Oh Gott. Ah! Scheiße. Ich habe ein Problem. Was? Ah! Ah! Wow! Hilfe! Okay, Mr. Hardy. Ah, das ist wahrscheinlich die Fortsetzung von dem anderen Zettel, den wir schon gefunden haben. Mr. Hardy würde ohne seinen geschätzten Kapitän Baines nicht weit kommen. Der Kapitän ist die Hauptfigur der Geschichte. Einige nennen ihn wegen der Farbe seiner Segel den schwarzen Wanderer. Kapitän Baines ist stark und furchtlos und bekommt am Ende immer seinen Schatz. Mr. Hardy ist ein wenig neidisch auf den Kapitän, weil er auch gerne so stark wäre wie er. Wer wäre das nicht gerne? Oh, nicht schon wieder das Radio. Schnauze.
weiß auch nicht, ob das irgendwas bringt, wenn wir das jetzt aus- oder abschalten, aber das ist mir zu gruselig. Okay. Wow! Ach Gott. Leute! The fuck? Dazu? Aber ich finde, wir sehen da vom Schatten her eher wirklich aus wie ein kleiner Junge. Yep, gut. Oh, nee. Ich will nicht. Geh weg. Der Musik und so habe ich jetzt leichte Bioshock-Vibes. Oh Gott. Okay. Kann man machen, muss man aber nicht. Lass mich, lass mich, lass mich. Geh weg. Wow. Oh, ich bin so hübsch. Wow. Los, weg hier, weg hier. Ja, Eva ist etwas zu gruselig. Das ist nicht schön. Menno, lass mich. Volle Fahrt voraus. Von leitender Sicherheitsbeauftragter betroffen. Ich wurde darüber informiert, dass Teile der Crew ihren Unmut über die neue Rationierungspolitik geäußert haben. Ich möchte Sie daran erinnern, dass diese als direkte Folge des Fehlverhaltens an Bord dieses Schiffes eingeführt wurde. Ich kann es gar nicht oft genug betonen. Diebstahl bleibt nicht unbestraft. Ups. Ja, Gott kann mir nicht helfen, du aber auch nicht. Von daher... Was des Show? Aber ich glaube, ich werde hier echt nur so bis zum zweiten Kapitel spielen, wenn wir dann wieder im Safe Room sind. Weil holy shit, ey. Also mich macht das Spiel echt fertig. This one's empty too. We need to keep looking. Lily, I mean, Captain, there's something out there, in the dark. Hush now. Stay behind me. I won't let anything happen to you. Ja, ja. Das sagen sie immer. Ganz viel Paint. Übers Drehen? Nein. Ja, gib mir mal einen Schmuse-Teddy. Sag genau die richtige, weißt du? Mrs. Oberschisser macht sich über meine Angst lustig. Das ist nicht nett. Fickt! Was? Das ist jetzt aber ein bisschen unfair. Wenn ihr da so von allen Seiten kommt. Fuck my life. Alter. Oh, Kacke. Nein, da lang. What? Jetzt geh auf. Oh, we did it, wollte ich gerade sagen. Oh, wo kommt das denn jetzt her? Alter Schwede. Ich bin zu faul zum Lesen, also habe ich das Buch nun bei Audible als Hörbuch geholt. Ah. Okay, das ist aber eine bisschen abgeschranzte Version. Des Theaters, wie wir es kennen.
Solch eine Gelegenheit, solch eine Verantwortung, zu befreien, was so lange gefangen war. Ich kann es jaulen hören, am Käfig rütteln, voller Verlangen, endlich auszubrechen. Sympathisch. Okay, what the... Oh shit. Oh shit, oh shit, oh shit. Ich bin raus. Oder? Bin ich raus? Ich bin raus, glaube ich. Ah, hier ist es nett. Hier bleibe ich. Hier ist farbig. Ja, Mist. Das ist natürlich zu. Wir müssen uns also auf die grausame Tour. Ja. Jetzt ist bestimmt offen, oder? Nee, hier ist auch zu. Okay, dann muss ich irgendein anderes Bild finden. Ah. Okay, ja, mal Bild für Bild. Zurück. Gleich hier jetzt. Nee, ist immer noch zu. Oder ich muss hier durch. Warte mal, ich muss durchs Bild durch, aber durch welches? Na dann, tschüss Layla. Bye bye. Gibt es hier irgendwo eine Tür oder sowas? Ah, hier vielleicht. Ja. Ja, ja. Da ist ein. So. So wird das hier. So, also wieder aufmachen. Zack. Und zack. Oh, Ratti. Leave it, Mr. Hardy. We're not that desperate yet. James, I said leave it. Oh, wir haben einen Namen. James und Lily. Wir haben eine Ratte. Chaos must be paid when one destroys the balance. A heavy cost. Hallo, ominöse Stimme. Na, jetzt müssen wir die Ratte bestimmt hier drauflegen. Oh, die atmet ja noch. Ah, YOLO. Ah, jetzt. Lives are created equal. The life of one can outweigh the lives of many. Das ist ja immer so die philosophische Diskussion. Genau wie bei Abby und Ellie. Rechtfertigt. Der Tod einer einzelnen Person? Hallo? Na, meinem Instinkt vertraue ich besser nicht. Das ist bisher schon nicht gut gegangen.
Trust your instinct. Okay, tip nehmen. The scale. Was? Ja, links ist Reason, rechts ist der Instinkt, ne? Trust your instinct. Tip the scale. Nehmen oder aufgeben? Aber RT. Aber mit dem linken Stick kann ich gar nichts Großartiges machen. Ich kann mich nur umschauen. Mit dem linken Stick kann ich gar nichts machen. Ich kann mich nur mit dem rechten umschauen. Hä? Ich verstehe nicht. Hä? Aber wie soll ich denn mit dem linken Stick irgendwas machen? Ich kann gar nichts machen. Ich jetzt links, ich drücke jetzt nach rechts. Den linken Stick nach rechts. One life outweighs the other. There is no other way. Ah, okay. No other way. One lives, another pays the price. But not you. Nehmen. All lives are not equal. Ich hab keine Ahnung, was ich jetzt gerade mache. Nehmen. Yes. Let instinct guide you. Forget reason. Aufgeben. No. For the life there was to be. Zeige Zurückhaltung. Weak. Weightless. Bin halt nett. Na, wenn ich jetzt wahrscheinlich noch einmal gesagt hätte, nehmen, 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 wäre wahrscheinlich auch gegangen. Der Klügere gibt nach. Weil der Klügere immer nachgibt, regieren die Dummen die Welt. Ja, doch. Das Übliche. Ach was. You let it go. Ja, und? Aber der arme Hundi, der muss doch auch was haben. Ich hab's bis hierhin geschafft und werde es auch noch weiter schaffen. Oh, wie hübsch. Okay, cool. Kann man mal machen. Oh nee. Lass mich. She once saw this boy drown a baby rat in the gutter. She held the boy's head in the gutter till he promised to never do it again. There's always someone stronger than you. Oh. Hier würde es sogar weitergehen. Moment. Hallo. Na du? Okay, hier ist zu. Boah, jetzt ist die Frage, sollte ich da hinten reingehen? Ah, shit. Ah, fuck. Ich hätte doch da hinten reingehen sollen. Ha, Mist. Ich hasse es. Okay. Ah, doch nicht. The Ninth Fiend. Ah, what is forever, if not merely a prolonging of misery? I would gladly give it up for a life of meaning, of purpose. Ha, war doch richtig, dass wir hier rein sind. Dadurch konnten wir jetzt das Bild einsammeln. Ja.
Hier tut noch was liegen tun. Von wieder der leitende Sicherheitsbeauftragte. Ich ordne hiermit an, die Vorräte an einen Ort mit erhöhter Sicherheit im oberen Frachtraum zu verlagern. Ich erwarte, dass im nächsten Bericht die Sicherheit aller Vorräte nachgewiesen werden kann. Damit erkläre ich das Thema für beendet. Naja. Jo. Ist klar, Chef. Gut. Wow. Also ein echter Piratenschatz hier. Alles voller Silber und Gold. Und hast du nicht gesehen? Okay. Uiuiui. Not bad. Oh, der Kompass ist kaputt. It's no good. We'll never find any food. James, look at me. And it's all my fault. I said, look at me. I am Captain Baines, the Black Wanderer. The slayer of the Cyclops, the seeker of the flame. I will see us through this. Don't you ever doubt me. Chaka. Und so. Wow. Oh, nicht schon wieder so ein Kelch. Oh Gott. Da müssen wir wahrscheinlich gleich wieder rennen. Pass auf, Leute. Ich sehe ja schon kommen. Komm mir vor wie Indiana Jones hier. Ah, den kann ich nicht aufmachen. Oh Gott. Wow. Ah, das sind die verdorbenen Lebensmittel. Das war kein Gold. Das sind alles verdorbene Fische. Bah. Yummy. Ja, Prospera, wäre schön gewesen. Alles. Pfui, bäh. Naja, ist alles voller verdorbenem Fisch. Wir haben irgendwie Gold und hast du nicht gesehen, da drin gesehen. Aber ganz ehrlich, was der Sinn dieses Spiels ist, weiß ich immer noch nicht. Was uns das jetzt irgendwie bringt. Außer, dass wir ein Schauspieler sind, der auf einem Kreuzfahrtschiff anscheinend eine große Rolle gespielt hat, wo hier ein Film gedreht werden sollte. Wir erinnern uns anscheinend, ich nehme mal stark an, in Rückblenden an Sachen mit unserer Schwester. Und ich vermute mal, dass wir irgendwas Böses getan haben mit dieser Steinschlosspistole, dass vielleicht aus Versehen, einen anderen Schauspieler damit erschossen haben. Oder so. Wäre so meine Vermutung jetzt. Von zweiter technischer Offizier an Requirierungsoffizier. Ich weiß, dass Sie Ihre Befehle haben und möchte Ihnen nicht zu nahe treten. Ich glaube nur, dass der Boss nicht vernünftig handelt. Er würde die ganze Nahrung sogar verfaulen lassen, nur um sie unter Kontrolle zu haben. Jedenfalls werden die Arbeiter langsam ungeduldig. Die Schichten werden länger und nun müssen sie auch noch mit weniger Essen auskommen. Sie sind anständige, gottesfürchtige Männer. Nicht ein Dieb unter ihnen. Aber wenn der Magen knurrt, kann das ganz schön reizen. Ja, man sieht ja auch, was dann anscheinend passiert ist. Mit dem Essen hat sich nämlich alles, ist alles schlecht geworden. Anscheinend.
So, dann gehen wir mal wieder auf volle Kraft voraus, oder? Jo. Schuschu. Hallo. Guten Tag. Hey, Radies, na? Alles frisch bei euch? Maybe there's some food here. Come on, we have to go. Oh. Did you hear that? This way. James, run! Oh nein, da nicht lang, oder? Aber wo lang soll ich denn rennen? Au. Achso, ich muss. Ab. Got it. Ich warte lieber erstmal ab. Sicher ist sicher. Oh Gott. Ah, es kommt hier durch, okay. Da muss ich wahrscheinlich darüber, oder? Wow. Ach komm. Wow. Okay, ich hätte mich gleich hinter irgendwas verstecken sollen. Ah, fuck. Alles nochmal. Fuck my life. Na, alles nicht. Erst ab hier. Okay. Ne, hier ist nix. Okay, dann könnte ich hier eigentlich. So, erstmal kurz abwarten, wann mal. Dann kann ich. Wohinter kann ich mich am besten verstecken? Moment, mal kurz aufstehen. Ah, ich muss darüber. Ha. Gute Frage. Kann ich mich dahinter verstecken? Ja. Na, Tisch weiß ich nicht, ob das jetzt so. Also hier hinter dem. Hinter dem Ding ist auf jeden Fall. Alles easy. Oh. Moment, da ist wieder eine Plakat. Nee, hier ist nichts drin. The heart of the city. It beats no more. Oh Gott, nee, ich muss gleich weg. Oh, fuck. This world never deserved us. Let's watch it burn together. Okay, gut, ich muss aber auch nicht stehen bleiben. So. Lü. Fuck. Okay, warte mal, ich glaube, ich kann da vorne rechts rein. Da. Oh, Moment. Oh. Boah. Es ist, als ob ich nie wirklich hier gewesen wäre.
Remember our treasure. Black Wanderer. It's not far. This way. Aha. Ah, da ist die. Gott. Oh, sorry. Okay, hier ist nur wieder Wasser. Warum auch immer ich die Wasserhähne hier aufdrehen und abdrehen kann. Oh. Der tödliche Witz. Was? Tritt ins Licht. Nee, kein Bock. Oh. Ah! Oh shit, was? Moment. Nein, was zum... What? Okay, Moment. Hä? What? Nochmal. Okay, wenn ich das... bewege, dann bewegt sich das Ding was Gutes, aber ich habe da ja keine Möglichkeit. Moment. Ich bräuchte ja eine Möglichkeit hier. Weil... Aber wie komme ich denn darüber? Ich... Ich kann da ja nichts machen, ich fall doch da runter. Weil... Ach, ich kann hier langlaufen. Ach so. Weil da ist ja eigentlich überhaupt keine Brücke oder sowas. Oh, hier pustet es gleich wieder, glaube ich. Ja. Wow. Lauf doch. Ach du Scheiße. Nicht gut. Ah, jetzt bin ich hier wieder. Da oben ran oder wohin? Oh nein. Oh nee. Ach du Scheiße. Ah, jetzt ist das der zweite Teil des Posters hier. The Black Wanderer and the Secret of the... Of the... Tame? Oh, oh. Oh, hier ist zu. Okay. Wow. Hey, hallo, guten Tag.
Pustet hier gleich schon wieder jemand? Nee, das ist ein Fernseher. Wow! Watch out! Something's coming! Oh nee, bitte nicht. We need to keep moving. Gut, ich renne. Ich drehe mich gar nicht um. You're almost there. Just a bit further. Okay. Ich renne an. Oh Gott. Ja, ich würde gerne rennen. Geht nicht. Hilfe, Mutti. Okay, hier ist wieder ein bisschen safer anscheinend. Oh Gott, sind wir hier wieder bei den Fischen gelandet? Ah, die Filmrolle. Bloody Roots. Noise. Gut, das heißt doch... Autsch, nicht auf den Kopf. Ja, perfekt. Ah, wieder die Äpfel hier. Puh. Oh. Jetzt haben wir hier die Fische. Ja, Mahlzeit. Und sogar noch Fische in der Badewanne. Okay, es ist doch die Äpfel. Was? Ja, ich habe anscheinend nicht alles gefunden. Ein Haus besteht aus Wänden und Balken. Ein Haus besteht aus Ängsten und Träumen. Ja, habe ich nicht gefunden, ne? Oh. Wilhelm Tell! So mit Apfel auf dem Kopf. Geht da was Neues? Was ist geschehen? Ich habe gehört, dass der Regisseur vor Wut außer sich ist und kurz davor steht, das Ding abzublasen. Es scheint, als hättet ihr zwei völlig unterschiedliche Auffassungen über die Hauptfigur. Ich hoffe, du weißt, was du tust, dein Freund und Agent. Ich weiß gar nichts. So, warte mal. Aber das sind die drei, die haben wir noch nicht gehört. Okay, Lily ist die Sister. Okay, das ist gar nicht gruselig. So. Ich denke mal, wenn wir alles gefunden haben, dann würde auch hier vielleicht der Satz komplett sein. Das Wort. Okay. Das andere haben wir anscheinend nicht gefunden, aber hier geht es jetzt auch wieder weiter mit den ganzen... Da könnten wir vielleicht sogar alle gefunden haben. Ah, hier sieht man auch so ein bisschen die Umrisse. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 fehlen uns noch. Und 6 haben wir schon gefunden. Na, es kommen noch 2 Kapitel, also wenn wir in jedem 4 finden, zum Beispiel... Könnte das ja hinkommen. What's past is prologue. What's seeped into the earth becomes fodder, a fuel for the flame,
the lifeblood for the roots of existence. The roots grow strong, become a foundation, but they can also bind, entangle, hold him in place, pull him under, away from the air, away from the light, to wither away, forever struggling, thinking of what could have been. Roots. He must cut them away. Only then can he be truly free. Aha. What? Bloody Roots. Da gibt es auch so ein Lied von... Oh Gott, wie heißt es nochmal? Ist das Sepultura? Gibt doch so ein Lied, das heißt Bloody Roots. Genau. Roots, Bloody Roots von Sepultura. Ja. Das ist das.